Herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Türkgücü Hanau, zu unserem letzten Spiel in der Gruppenliga Frankfurt Ost in der Saison 2017-2018. Bei herrlichen Temperaturen waren auch einige Zuschauer da. Hier unsere Sponsoren Ata Reisebüro war natürlich auch dabei. Hier Hassan Mustafa, wie Maradona damals in seinen besten Zeiten. Und hier Ercan Tübe, ehemaliger Vorsitzender von Türkgücü Hanau. Hier unterhält er sich mit unserer Vereinslegende in der Mitte, Orhan Alaşalvaroğlu, rechts Cengiz Huysal und links Murat Akpolat. Und hier unser Jugendleiter rechts Mehmet Bayram im Gespräch mit Murat Selçuk, unserem neuen Spieler für die neue Saison. Und der Gegner heute hieß Marc Köbel. Die hatten ja letzte Woche bereits den Klassenerhalt perfekt gemacht. Deshalb ging es heute um nichts. Es war ein Prestigeduell. Die Marc Köbler in den roten Trikots mit folgender Aufstellung: Aust, Naumann, Fetschel, Marx, Völke, Russler, Oppermann, Schabet, Strüter, Völke und Kages. Türkgücü mit Schlüssler, Cimen, Jakicevic, Korkmaz, Saletnik, Vidovic, Bayin, Kaya, Müller, König und Sungun. Und dann fing das Spiel an und schon nach 25 Sekunden passierte Folgendes. Marc Köbel kam hier von der linken Seite durch Leon Völke, der Ball kommt rein und da steht Daniel Schabet 1:0 in der ersten Minute. Und unsere Spieler waren noch nicht so richtig auf dem Platz und Marc Köbel machte schon das 1:0. Toller Treffer hier von Daniel Schabet. Genau, unsere Angriffe wurden schnell gestört und dann ging es ziemlich schnell bei den Roten, bei den Marc Köblern. Der Ball wird hier reingespielt und beinahe hier das 2:0 und da kann nochmals Halil Korkmaz klären, davor auch die tolle Parade von Sercan Schlüssler. Hier Dominik König mit der 11 und da sah man das schon. Die Anspielstationen vorne fehlten, wenig Bewegung im Spiel, auch verständlich bei den Temperaturen. Dann von der rechten Seite Daniel Cimen bringt den Ball rein und da steht Volkan Sungun und Bum Bum Sungun mit der ersten Chance. 18 Treffer in dieser Gruppenligasaison, eine tolle Torausbeute für ihn. Hier ist Hakan Bayin mit der Flanke und da kommt Antonio Vidovic an den Ball, der Kroate. Und auf der Gegenseite dann das 2:0. Und diesmal der Torschütze Christian Kages in der 14. Minute. Also die Gäste waren ziemlich eiskalt. Und hier wieder ein Ballgewinn für die Marc Köbler. Hier erneut. Mit einem tollen Pass hier auf die Nummer 10. Da klingelt es schon zum dritten Mal. Diesmal Jan Strüter mit der Nummer 10. Macht das sehr, sehr gut. Und keine Chance für Sercan Schlüssler im Tor. Der konnte einem wirklich leid tun. Die Abwehr fand in den ersten 30 Minuten bei uns leider nicht statt. Einziger Lichtblick hier ist Hakan Bayin mit seinen Sololäufen, auch in diesem Spiel. Auf Kerem Kaya, er passt nochmal zurück auf Hakan Bayin. Im 1 gegen 1 einfach unschlagbar. Hakan Bayin. Aber hier ein Fehlpass und die Marc Köbler machten das immer wieder schnell.
Hier wieder ein langer Pass in die Spitze. Und das macht er hier richtig klasse, Dani Šabat. Er verwandelt hier zum 4:0. Eine tolle Aktion von ihm. Setzt sich da super durch. Und mit einem gekonnten Schlenzer macht er hier das 4:0. Auf der anderen Seite Volkan Sungun. Leider nicht erfolgreich. Hier ein Pass auf unseren Kapitän Tim Müller. Tim Müller spielt zurück auf Serkan Bayin. Aber wie gesagt, die Gäste waren körperlich sehr robust und stark. Und mit diesen schnellen langen Bällen in die Spitze machen sie das Spiel gefährlich. Dann gab es einen Wechsel in der 34. Minute. Angelo de Carvalho kam für Sascha Jakicevic in die Partie. Kerem Kaya nun im Mittelfeld, spielt hier auf Adrian Zaletnik. Und Adrian Zaletnik in die Spitze hier auf Tim Müller. Tim Müller spielt rein und Volkan Sungun. Da scheitert er am Gästekeeper, aber das war ein Rückpass. Da fehlte so ein wenig die Power. Serkan Bayin mit einer weiteren Schusschance. Das war dann auch gleichzeitig der Halbzeitstand. Hatten wir auch ganz, ganz selten. 0:4 aus der Sicht von Türkgücü Hanau in einem Heimspiel. Aber trotzdem war die Stimmung auch bei den Zuschauern prächtig. Bei den wenigen, leider Gottes, das muss man an dieser Stelle auch sagen. Türkgücü Hanau vor Jahren noch in der Kreisliga unterwegs. Und jetzt spielt man seit 2 Jahren in der Gruppenliga, auch wenn hier das 0:5 fällt durch Daniel Šabat erneut. Muss man sagen, die Mannschaft verdient mehr Zuschauer. Die Spieler geben alles, auch in diesem Jahr ein 8. Platz in der Gruppenliga Frankfurt Ost. Ist eine gute Platzierung. Hier Tejan Güneş zur Halbzeit eingewechselt für Halil Korkmaz. Aber Marc Köbel spielte das Spiel der Saison. Hier kommt der Ball rein und da muss Niklas Oppermann eigentlich das 6:0 machen, aber er scheitert. Aber die Roten ließen nicht locker. Hier die Hereingabe und da steht Jan Strüter und das macht er überlegt. Und das war das 6:0. 6:0 für die Erzgeber Köbel mit der Nummer 11. Entschuldigung, mit der Nummer 10. Strüter Jan. Genau, das war das 6:0 für Marc Köbel. Und Angelo Carvalho auf der linken Seite hatte auch ein paar gute Zehen im Spiel. Er bringt den Ball rein und da steht Tim Müller, unser Kapitän, wie man ihn kennt, mit einem Kopfball. Zunächst scheitert er, aber dann nochmal Tim Müller. Was für ein sehenswerter Kopfballtreffer von ihm. In der 78. Minute macht unser Kapitän hier zumindest unseren Ehrentreffer. Und das war richtig toll. Und dann gab es eine weitere tolle Aktion hier. Hasan Mustafa spielt auf Tejan Güneş und Tejan Güneş mit einem Hammer in den Winkel. Das war das 2:6. Zumindest sahen die wenigen Zuschauer nun ein paar Tore von Türkgücü Hanau. Ein toller Treffer. Hier nochmal Tejan Güneş. Und da zieht er einfach ab und keine Chance für Henrik aus. Und es war wirklich sehr, sehr warm. Und hier kommt nochmal Volkan Sungun zu Fall. Aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Und dann war auch schon Schluss. Die Saison ist beendet.
Apocalypse.